Hey, Mom. Yes, I put Anna to bed an hour ago. Just enjoy your trip. We'll be fine. Come on, kid. You're supposed to be in bed. Hey, dork. It's bedtime. Anna? Anna, where are you? Cooler Vorspann, muss ich mal sagen. Gefällt mir schon mal sehr gut. Ja, und damit willkommen zu einem neuen Wimmelbild-Abenteuer. Wir spielen Lakeview Lane von Harold Halls and vor allen Dingen. Das ist mal ein kleiner Zungenbrecher. Also letztendlich das Haus mit Seeblick oder so ähnlich. Und ich glaube aber, die Musik ist noch ein bisschen laut. Die mache ich mal ein bisschen so vielleicht. Und natürlich hätte ich gerne meinen eigenen Zeiger. So. Genau, dann starten wir mal in ein neues Wimmelbild-Abenteuer. Ich bin gespannt, was uns erwartet. Oh, ja, individuell. Kurze Anleitung braucht man nicht. Und... Ja, das machen wir mal runter hier, ist doch klar. Hinweisfunkeln. Das brauchen wir eigentlich auch nicht, ne? Hinweisfunkeln. Naja, ich weiß nicht. Wenn ich das ausschalte, dann habe ich immer das Problem. Finde ich immer nichts, habe ich das an? Es ist zu einfach, ich weiß auch nicht. Was machen wir denn da? Ja. Na gut, das ist ja jetzt schon ganz hoch. Machen wir es mal so. Are we there yet? I can't wait to see if the rumors are true. Take a look, guys. We're here. Rachel, the guys from the real estate firm worked for months to restore the rooms on the ground floor. I hope it's all ready for us. Kids, please don't go up to the unfinished part on the second floor. Ja, wir sind auf jeden Fall schon mal angekommen mit samt dem Gepäck. Und jetzt sprechen wir erstmal mit dem Typen evening, hier. Mrs. Deslin. I've got the papers here for you to sign. Guten Abend, Mrs. Deslin. Ich habe hier alle Unterlagen zum Unterschreiben. Er ist Immobilienmakler, wir haben das Haus gekauft. Aha. So, wir haben den Immobilienkaufvertrag und irgendwas ist da weggeflogen. Der Wind wird immer kräftiger. Kaufvertrag. Ja, aber ich kann es nicht erkennen. Nicht, dass ich hier noch eine Waschmaschine oder so kaufe, die nicht funktioniert. Rachel, honey, you're the lawyer. This is your area of expertise. Rachel, Schatz, du bist die Anwältin. Das ist dein Spezialgebiet. Wie er da steht. Ja, gut. Spricht sie auch? Nein, ich sollte die Tür öffnen, sodass wir endlich das Haus erkunden können. Ein Regler fehlt. Aha. Hier mal so ein Wackel-Bulldoggen-Dackel. House in Providence. Historisches Gebäude. Freundliche Nachbarschaft. Wunderschöne Lage. Jetzt erhältlich. Neuer Preis. Wahrscheinlich ein Sonderangebot. Ich habe mich in dieses Haus verliebt, als ich nur das Foto davon sah. Okay. Nicht. Dann eben nicht. Können wir denn hier irgendwas machen? So, wir haben hier ein Bild für Papa von Zoe. Und einen Regler. Papa hat mein Schaukelpferd wieder ganz gemacht. Ich hab dich lieb, Papa. Oh, wie Papa gezeichnet ist. Sehr schön. Meine Kleine ist so süß. Ja, das ist auch niedlich, wenn Kinder einem was malen. Ziehe an den Reglern, um das Schlüsselloch zusammenzusetzen.
untere passt noch nicht so richtig. Ah, jetzt. Oder? Ach so. Ach, wir müssen es sowieso in die Mitte machen. Ja, dann. So, jetzt können wir es, glaube ich, aufschließen. Und es gibt eine Karte vom Haus. Ja, das konnten wir jetzt nicht ordentlich sehen. Macht aber nichts. Ich trage immer ein Notizbuch bei mir. Donnerstag, 25. September. Kinder abholen. Nicht Kunden, habe ich gelesen. Papiere vom Haus vorbereiten. Umzugsfirma anrufen. Und hier ist die Nummer 748960. Freitag, 26. September. Immobilienmakler anrufen. Rest packen. Mein Traum wird endlich wahr. Deslin Pension. So, hier haben wir die Rechtsanwaltskanzlei, Direktor Martin Gilbert, Kündigungsschreiben. Sehr geehrter Herr Gilbert, hiermit kündige ich meine Stelle mit sofortiger Wirkung. Mit freundlichen Grüßen, Rachel Deslin. Ich habe meine Stelle in der Kanzlei aufgegeben, um meine eigene Pension aufzumachen. Mhm, das ist bestimmt ertragreicher. Oder Anwälte verdienen heutzutage nicht mehr so viel. Das kann natürlich auch sein. So, wir haben den Kaufvertrag unterschrieben. Thank you, Mrs. Deslin. Welcome home. Here are your keys. Danke, Mrs. Deslin. Willkommen zu Hause. Hier sind die Schlüssel. Danke. Wie er sie so anfasst. The weather's getting worse. Goodbye. Ich sollte mich auf den Weg machen. Das Wetter soll heute noch ziemlich schlecht werden. Auf Wiedersehen. Ich finde, er sieht ein bisschen, nicht sympathisch aus. Danke, Mr. McIntosh. Schönen Tag noch. Oh. Kaum ist er weg, leuchten die Lampen grün. Ich hätte schwören können, dass ich jemanden im Fenster gesehen habe. So, wir gucken erstmal in den Briefkasten, ob wir schon Post haben. Und hier fehlt natürlich noch ein Zeichen, ist klar. Ist ja immer so. Okay, hier können wir nichts machen. Dann gehen wir mal rein. Oh, die quietschen immer von den Türen. Home sweet home, willkommen. So, die Kinder trauen sich gar nicht nach oben. Mommy, I'm hungry. Are there any sandwiches left? Mama, ich hab Hunger. Gibt's noch ein paar Brote? Nein, gibt es nicht. Ab ins Bett. Come on, Zoe. Let's check out the new house. Na komm schon, Zoe, lass uns mal das neue Haus angucken. Ja, eben. Eigentlich müsst ihr schon längst unterwegs sein. Ja, Schatz, ich bringe sie gleich nach oben, die belegten Brote. Okay. Sweetie, I'm gonna put my tools out in the shed. I guess we'll need them to renovate the rest of the house. Schatz, ich packe meine Werkzeuge schon mal draußen in den Schuppen. Die werden wir ja bald brauchen, um den Rest des Hauses zu renovieren. Genau. So, ich sollte den Kindern was zu essen bringen. Ich gucke aber trotzdem erstmal, was hier so drin ist. Und den Rucksack kriege ich nicht auf. Was haben wir denn hier? Ein Kassettenrekorder. Wurde es geklopft? Nee. Hat es gerade geklopft? Also bei mir nicht, aber hier im Spiel? Die neuen Nachbarn? Ich hoffe, sie haben sich wie versprochen um die Stromleitung gekümmert. Jo, sieht gut aus. Aber wir können da trotzdem nicht hin. So, was haben wir denn hier? Zerbrochene Themis-Figur. Aha. Und wir müssen die Kartons erstmal aufschneiden. Dann gehen wir mal in die Küche, gucken, was im Kühlschrank ist. Vielleicht sind noch Reste vom Vormieter in dem Kühlschrank drin. Oh. Oh. Ah, Tante Rachel. Muss mich mal kurz umgucken, ob jemand hinter mir steht. Hä? Tante Rachel? It looked like there was a shadow outside. I read that some scary stuff happened in this house before. Hä, sie saß doch mit dem Auto. Ich dachte, das ist die Frau. Ich habe mich schon gewundert, dass die so jung aussieht. Es sah so aus, als wäre da draußen ein Schatten gewesen. Ich habe gelesen, dass in dem Haus ein paar unheimliche Dinge passiert sind. Oha, was zur Hölle war das denn? Und da leuchtet's. Gib mir mal das Nadelkissen, das kann man immer gut gebrauchen.
Der Vorbesitzer hatte einen ungewöhnlichen Geschmack für Möbel. Ja. Aber zumindest haben sie schon mal was in der Küche gelassen. Oh. Der Griff will einfach nicht halten. Ich muss ihn irgendwie ankleben. So, hier haben wir einen halben Keks für die Kinder. Ich weiß nicht, ob wir die damit satt kriegen. Aber besser als nichts. So, dann müssen wir die Leiter reparieren. Natürlich. Er holt ja gerade noch sein Werkzeug. Tagesblatt. Auf der Broschüre stand nicht, warum das Haus verkauft wird. Legendäres Geisterhaus verkauft. Haus mit schrecklicher Vergangenheit von mutigen oder törichten Käufer erworben. Tja, was soll ich dazu sagen? Das ist, wenn man das Kleingedruckte nicht liest. So, da ist was verborgen, aber da müssen wir irgendwas finden. Ach hier, so ein Teil noch. Fledermaus. Können wir denn in den Garten oder was das ist? Können wir noch nicht. Wir müssen die Tür reparieren. So, dann gucke ich erstmal, was ich hier eingesammelt habe. Dafür brauchen wir einen Schraubenzieher. Und hier haben wir... Ach so, die Anleitung für diese komische Schublade da hinten. Also die hier. So, dann haben wir hier eine zerbrochene Figur. Und dann haben wir eine Sicherheitsnadel. Toll. Zum Waschbecken können wir nicht. Hier können wir auch nicht hin. Ja, hier ist noch ein Schatten. Können wir im Schrank? Nee. Ach, dafür brauchen wir dann die Leiter. Und der Kühlschrank ist zu. Da wird wahrscheinlich auch nichts mehr drin sein. Wo hast du denn das Essen her? Während Sigourney Tee kocht, kann ich ja das Sandwich aus ihrem Rucksack holen. Und gib mir mal das alte Sandwich. Warum sie wohl an diesem Haus interessiert sind? Formaler Antrag zur Erforschung. Gruppenleitung, Senior. Ist sie jetzt die Frau oder ist sie die Nichte? Ich habe jetzt keinen Durchblick gerade. Ich guck mal gleich ins Buch, wir müssen ja eins haben. Oh, ein Sandwich. Mommy, help us! We're trapped! Oh, geh fort. Oh, krass. Kinder, alles in Ordnung? Ich gucke mich nochmal dezent auf meinen Dachboden um. Okay, wir haben einen Babysitter gefunden, das finde ich schon mal gut. Luke, pass auf deine Schwester auf. Ich hole euch da raus. Gelange in das Kinderzimmer. So, gib mir erstmal das Messer. Ich habe keine Ahnung, was hier los ist, aber ich weiß, dass ich es nicht mag. Ich glaube, das mag keiner. Können wir hier? Nee, wir können nur zum Kinderzimmer. Okay. Aber wir haben Messer, dann können wir erstmal in der Kiste gucken. Nach Spielzeug. Oh, ein Wimmelbild. Unser erstes Wimmelbild in diesem Spiel. Und wir suchen... Ja, wir suchen... Sachen. Zahnräder. Ja, alle gefunden. Und jetzt suchen wir Umrisse. Ach du meine Güte. Da suchen wir. Alles Gute zum Geburtstag, Danny. Wir haben dich lieb. Zoe, Luke und Rachel. Ah, wir machen die Lampe, glaube ich. Was können wir denn nochmal gebrauchen? Hier das Bild. Sigourney. Oh. Die sieht ein bisschen gruselig aus. 5.10.2011. Manchmal machen mir Sigourneys Zeichnungen echt ein bisschen Angst. Mit dem Namen habe ich wirklich meine Schwierigkeiten. Sigourney. So, was haben wir denn noch? Ja, das müssen wir immer noch vollkriegen. Ein Brecheisen zum Beispiel. Ein Totenkopf. Hier ist eine Flasche Saft. Hier ist Januar 2011. Sigourney ist immer auf der Suche nach paranormalen Aktivitäten an unheimlichen Orten. Ach, und deswegen ist sie mitgezogen. Unsere Nichte. Ich verstehe. Ein Brecheisen. Da liegt doch ein Brecheisen. Das ist ein Brecheisen. Oder bin ich blöd? Vielleicht kriegen wir das Brecheisen dann. Ach ja, klar. Das wird die Werkzeugkiste. Ich verstehe. Ich dachte, wir machen die Lampe. Naja, man kann ja nicht immer gleich alles wissen, ne?
So, wo haben wir denn den Totenkopf? Da. Dann brauchen wir noch das Galgenmännchen und den Geist. Galgenmännchen haben wir hier und der Geist ist irgendwo anders. Aber wo? Hier ist keiner. Ach, hier unten. Da? Komm, das ist ein Geist. Ach, verdammt. Das ist kein Geist. Aber könnte glatt einer sein. Okay, wir kriegen ihn nicht. Dann muss ja irgendwo anders noch ein Geist sein. Tja, aber wo? Na, aber einen Tipp will ich auch immer nicht nehmen. Also, das ist für mich ein Geist. Der ist bestimmt wieder ganz einfach zu erkennen. Naja, ist es auch nicht. Ah, ich habe ihn. Sehr schön. Okay. Uch, ich habe das Brecheisen. Wie, ich habe den ganzen Werkzeugkasten vollgemacht und krieg das popelige Brecheisen? Wer bist du denn? Ja, das war der unsichtbare Untermieter. War das das gleiche Ding, das meine Kinder hat? Der sah echt gruselig aus. Ich muss mich nochmal umdrehen. Und wir haben das Brecheisen. Toll. Ich vermute mal. Mhm. Oh. Mommy, help! Oh. Öffne die mysteriöse Tür und rette die Kinder. Jetzt kommt auf einmal der Ehemann wieder an. Na, jetzt brauchst du auch nicht mehr. Und was ist denn das bitte für ein schäbiges Kinderzimmer? Ich meine, Anzug hin oder her, aber... die armen Kinder. Selbst der Mond sieht heute besonders unheimlich aus. Komm, schlimmer als das Zimmer kann ja wohl nicht sein. Rachel, what happened? Rachel, was passiert? So it's true. There really are ghosts. That's why we weren't allowed to inspect the house before. Es stimmt also, es gibt wirklich Geister. Deshalb durften wir uns das Haus vorher nicht anschauen. Die haben das Haus blind gekauft, ohne das anzusehen? Kann man machen. War wahrscheinlich ein Schnäppchen. Honey, don't worry. I'll get this door open the old-fashioned way. Ja, gefällt mir jetzt schon. Keine Sorge, Liebling. Ich werde die Tür auf ganz altmodische Art und Weise aufbekommen. Mhm. Dann mach mal. Darn! The power's out. Rachel, I'm going outside to try to fix it. Verdammt, kein Strom mehr. Rachel, ich gehe nach draußen und schau mal, was ich machen kann. Er ist ja wohl voll der Neandertaler irgendwie. Keine Ahnung, so wie er da steht. Flip the switches in the foyer. Then I can finally get this door open. Wenn ich Bescheid sage, dann leg mal die Schalter im Eingangsbereich um. Dann kann ich endlich diese Tür öffnen. Genau. Sobald ich meine Kinder habe, verlassen wir diesen scheußlichen Ort. Okay, den Euro kriegt er aber nicht zurück, den er für das Haus bezahlt habt. Danny braucht die Schlüssel vom Haus, damit er sich um den Strom kümmern kann. Ach so, da. Bitteschön, hau ab. So, und wir? Nee, das ist Sigourney. Sigourney. Ups. Handy kaputt. Toll. What was that? Someone pushed me. Oh, was war das? Jemand hat mich gestoßen. It's starting. Aunt Rachel, take my phone. I can't go up there. Use this app. It should help you. Es fängt an, Tante Rachel. Nimm mein Telefon. Ich kann da nicht hingehen. Verwende diese App. Sie sollte dir helfen. Wo ist Sigournys Telefon? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht.
Oh nein, warum vibriert denn das Telefon? Okay, wir werden angerufen vom unheimlichen Geist wahrscheinlich. So, wir haben eine Nachricht oder was auch immer. Oder man kriegt eine geklatscht, wenn man da draufhaut. Nee, Radar für paranormale Aktivitäten. Geist anwesend. Ui. Ui. Noch einer? Ui. Ich kann ja nicht auf... Ja, es ist schon... Ja. Elf Schlüssel. Und natürlich ist der Akku jetzt leer. Ach, verdammt. 11 Schlüssel, okay. Oh nein, wir müssen 11 Schlüssel suchen. Ja toll, Kinder, haltet aus. Wir kommen dann irgendwann bald mal wieder. 11 Schlüssel. Und? Ui. Ui. Ziehe die losen Stücke an ihrem richtigen Platz. Die losen Stücke, was ist denn hier? Ach, das Lose. Ich verstehe. Eitelkeit. Oh. Gefräßigkeit, Diebstahl, Ehebruch, Gewalt, Plünderung, Sucht, Neid, Tochter verkaufen, ach du, Falle, Täuschung. Oh, ich glaube, das Spiel wird mega gut. So, hier haben wir Feuer. Täuschung. Jetzt mal ernsthaft, das sieht doch aus wie so eine Spindel. Und warum hat sie ihre Zunge da drum? Ich habe schlimmes Kopfkino. Feuer. Nee, warum sollte Feuer da hinkommen? Plünderung. Ehebruch, Gefräßigkeit. Wo haben wir denn den Kuchen? Ah, hier. Genau. Gestorben. Oh, da steht jetzt immer gestorben. Okay. So, wir haben Pfeil. Vielleicht. Plünderung? Nee. Nee. Neid. Oh. Gestorben. Hier haben wir. Keine Ahnung. Ach, der Pfeil muss bestimmt da zum Herzen hin. Nee, den Pfeil? Ach so, den haben wir schon. Die Wolle, die machen wir mal hier oben hin. Täuschung, gestorben. Ehebruch, gestorben. So, jetzt haben wir hier... Ja, ist auch gestorben, Falle. Dann haben wir hier, ich weiß nicht, was das ist. Nee, warte mal, vielleicht mit der Blume? Nee. Diebstahl. Pferdediebstahl. Okay, dann müsste eigentlich nur noch die beiden hier. Gewalt. Ich fange an zu denken, dass ich dieses Haus niemals hätte kaufen sollen. Wie unheimlich. Was hat es mit all diesen Schädeln auf sich? Wir haben eine Briefkastenkachel und wir haben ein Kästchen. Was können wir denn... Alles klar. Dafür brauchen wir die Schädel. Gut, ich gehe mal runter und guck mal, wer mich anruft. Time's running out, my dear. Hurry and find the keys. Or say goodbye to your children. Boah, das reicht. Was geht in diesem Haus vor sich? Da würde ich mir gar keine Gedanken drüber machen. Ich würde erstmal gucken, als ich meine Kinder kriege. So, Telefon ist erstmal hinüber. Wir sollen uns beeilen, sonst können wir uns von den Kindern verabschieden.
Naja, ich kenne ja die Kinder jetzt nicht persönlich. Deswegen weiß ich nicht, ob man sie... Ne? Aber ich denke schon, wir sollten sie retten. So, wir können das hier schon mal reinmachen. Ach du. Feuer. Ach, der sitzt... Nee, hä? Hä? Hatte ich nicht gerade einen Kuchen? Hatte ich? Ich weiß es nicht. Dann machen wir den mal dahin und dann dahin. Ach, der löst sich dann auf, alles klar. So, und dann dahin. Ich wollte schon sagen, wir hätten noch einen Kuchen. So, der Pfeil kommt erstmal dahin und dann dahin. Dann haben wir... Das war, glaube ich, da unten. Schwert. Naja, gut, das ist jetzt nicht ganz so schwer. So, die Stricknadeln und die Wolle machen wir nach oben. Der Spiegel. Ich mach das mal hier hin. Toll. Dann machen wir den Käfig hier unten. Das Teil kommt dahin. So, da haben wir noch die Hand. Kommt dahin. Und der Spiegel nach oben. Okay, hier ist Klebeband und ein Brief. Du wirst für deine Lügen bezahlen, Diana. Jemand, der in diesem Haus gelebt hat, war also ein Lügner. Ach was, bleib weg. Okay. Geht aber nicht. Wir haben erstmal keine Unterkunft für die Nacht. Oh. Die Mutter der Brown-Familie wurde in eine psychiatrische Einrichtung gebracht. Das Haus wurde verkauft. Armes Ding, ich kann mir nicht vorstellen, was ich machen würde, wenn ich meine Kinder verlieren würde. Ja, ich möchte auch gar nicht drüber nachdenken. Das muss ganz, 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 ganz schlimm sein. Also brauchen wir uns nichts vormachen. Aber zum Glück ist das nur ein Spiel. Und wir werden schauen, dass wir zumindest diese Kinder hier retten von den komischen Schattengespenst, was auch immer das ist. Ja, erstmal danke fürs Zuschauen. Ich freue mich auf ein tolles Wimmelbild-Abenteuer. Bislang gefällt es mir gut. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.